meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einer weiteren Folge. Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Die 33. übrigens. Schnapszahl. Johai. Ja, wir starten bei Folge 202 vom Let's Show Play Minecraft. Und dank des neuen YouTube-Designs kann ich jetzt hier nicht so bequem von allen Kommentaren schalten, sondern muss das hier auf verschiedenen Registerkarten machen. Folge 202, Nether Again oder doch. Wo ich also nach meinem Lavabad doch nochmal in den Nether runterging. Die feuerfeste Hose getestet habe, die dann auch nicht allzu lange durchgehalten hat, glaube ich. Ja, schauen wir mal. 791 Aufrufe. Kam richtig gut an, die Folge. Inzwischen sind die Aufrufzahlen leider nicht mehr ganz so hoch. Macht aber soweit erstmal nichts. Auch schön viel Kommentare. Epic Film Music zum Frühstück in der Runde Dutchman. Hell yeah! Ja! Freut mich immer, wenn euch meine Folgen gefallen. Egal, wann ich sie hochlade, bedingt durch meine Arbeit, geht das halt nicht immer regelmäßig zu einer bestimmten Zeit. NoEbogt fragt hier, die Pisten sind gecheatet. Nein, die sind, also jedenfalls nicht von mir gecheatet, sondern aus der Mitbauaktion. Deswegen sind da so viele. Wobei es auch kein Problem wäre, inzwischen so viele Dinger selber zu basteln. Dann, wo haben wir es hier? Epic Film Music hat sich da noch mehrfach gemeldet. Noch ein zweiter Kommentar, also aus den gecheateten Kisten. Genau, stört ihn also nicht. Ich hoffe, vielen von euch geht's genauso. Erleichtert mir halt einiges, ne? Wie zum Beispiel halt den Lightstone. Den konnte ich halt schon benutzen, bevor ich im Nether war. So eine Sachen. Folge war wieder insgesamt sehr spannend und unterhaltungsreich. Danke. Frage, du hast gesagt, dass Montagabend ist. Nimmst du deine Folgen immer eine Woche im Voraus? Nein, ich nehme meine Folgen nicht eine Woche im Voraus auf. Meistens sogar nur ein oder zwei Tage, wenn überhaupt. Aktuell ist es so, dass ich nichts vorproduziere, sondern mich irgendwann, wenn ich wach bin und Lust habe, hinsetze, eine Folge aufnehme, die meistens dann entweder abends oder bevor ich zur Arbeit gehe, das Rendern anschmeiße und dann wieder, bevor ich schlafen gehe oder bevor ich zur Arbeit gehe, den Upload anschmeiße. Daher kommen die unterschiedlichen Zeiten mit den Uploads. Ist einfach mein Lebensrhythmus. Na, ich habe einen Job mit Schichtarbeit, wo dann eben auch mal Nachtschichten dabei sind und so eine Späße. Und es ist ja immer auch noch so, dass der Upload eine ganze Weile dauert. Ja. Und ja, so kommt das einfach zustande mit den unterschiedlichen Zeiten oder dass mal der Rhythmus nicht so ganz stimmt. Daher ist das, ich wohne nicht irgendwo in Hongkong, sondern irgendwo in Berlin. Ja. Was haben wir hier? Mr. Swiss Toby hat sich ja auch in letzter Zeit öfter gemeldet, auch inzwischen regelmäßiger Kommentierer geworden, ein Stammkommentator. So sieht man sich auch wieder mal. Dachte mir, schreiben wir mal einen Kommi. Einiges getan auf deinem Kanal. Ja, danke. Und Abozahl hat sich auch schön weiterentwickelt. Ja, die Abozahl ist halt so ein Thema. Wichtig sind die Zuschauerzahlen. Und die entwickeln sich eben leider nicht so wie die Abonnentenzahlen. Na, die Abonnentenzahlen, was haben wir jetzt? 1800, 1900, sowas größenordnungsmäßig. Je nachdem, in welchem Design man guckt. Ja, die sagen halt nicht allzu viel aus. Die sagen halt nur, irgendjemand hat mal irgendwann den Abo-Button gedrückt. Und das kann eben auch passieren, ohne dass er irgendeine Folge von mir gesehen hat. Wichtig sind halt immer die Zuschauerzahlen, ganz einfach. Die Viewzahlen, darauf kommt's an. YouTube-Partnerschaft, ja, jetzt noch nicht. Na, dazu sind einfach die Viewzahlen noch zu gering. Und ich möchte da auch einfach mehr drüber wissen, bevor ich mich da entscheide, weil es da auch einiges an Aufwand ist, den man da zusätzlich betreiben muss, weil man eben zum Beispiel Lizenzen alle beibringen muss, was jetzt für ein Minecraft-Let's Play zum Beispiel nicht das Problem ist. Aber wenn man dann andere Sachen Let's Playt, muss man halt die Lizenzen haben dafür. Auch für Musiken und so weiter, die man verwendet, das muss man alles belegen. Und das geht eben als Nicht-Partner geht das meist einfach so durch und wird toleriert. Na, von daher
Mal gucken, wie gesagt, also Partnerschaft, wenn überhaupt, dann erst, wenn die Viewzahlen hier noch um einiges höher geworden sind. Ja, da müssten das schon mehrere tausend Views sein, je Video regelmäßig. Ja. Was haben wir hier noch? Mr. Smeezer. Wozu braucht man XP-Farmer? In der Hölle levelt man ja genauso gut auf. Ja, stimmt. Aber eben auch wieder ab, sagt er hier, sage ich dann hier ganz richtig. Na, wenn man da mal dann einfach in die Lava plumpst, dann ist die Experience halt einfach mal wieder weg. Ja. Dann von Spooky Spawn hier, der Typ. Als du in die Lava gefallen ist, hättest du eine Nische in den Pfeiler hauen sollen. Ja. Hätte bei dem Pfeiler ein bisschen gedauert, hätte aber wahrscheinlich noch geklappt. Da hast du also recht. Ich hätte allerdings zwei Blöcke raushauen müssen, um da drin zu stehen. Ja. Aber im Prinzip der richtige Tipp. Und gerade wenn man hier zum Beispiel direkt neben Blinks, wie heißt's, Netherrack, also dem normalen Netherboden, in die Lava plumpst, kann man sich da durchaus noch behelfen, weil dann ist man nämlich unter Umständen noch schnell genug, da die zwei Blöcke rauszuhauen, dass man da hochklettern kann. Ja. Merken den Tipp. Ja, Netherwort wächst ungefähr so wie Weizen, hat aber nur drei Entwicklungsstufen. Ja, inzwischen klappt das ja mit der Netherwarzenfarm. Da habe ich ja kein Problem. Die vermehren sich halt nicht, da hat er ganz recht, sondern die wachsen halt wie Weizen. Und wenn man dann aberntet, dann kriegt man halt von einem Feld drei oder vier oder zwei Netherwarzen. Eine kann man dann wieder pflanzen und hat also den Rest übrig. Ja. Da mein Bedarf an Netherwarzen ist also mehr als gedeckt, da produziert meine Farm mehr als genug. Nachtschicht 1, netter Funktionstest für die feuerfeste Hose, jawohl. Aber man konnte halt wirklich sehen, dass die wirklich schützt. Aber so lange hätte ich natürlich nicht baden müssen. Richtig, die Netherwarzen hatten einfach zu viel Licht. Im Dunkeln wachsen die einfach richtig gut. Ja, das habe ich ja dann auch bei mir so gemacht. Jedenfalls super Video mit jeder Menge Action. Danke dafür. Mr. Netorak hat sich hier gemeldet. Für die Feuerkämpfe im Nether Fire Resistant Potions, jawohl. Habe ich ja inzwischen auch gemacht. Netherwarzen zu früh geerntet. Licht ist nicht egal, habe ich festgestellt. Die wachsen im Dunkel besser. Ja. Bone Meal, richtig, bringt nichts. Anfang der Folge war sehr lustig. Danke dafür. Mr. Epego, ja, einer der Stammzuschauer und Stammkommentatoren, der schon lange dabei ist. Er liebt die allmorgendliche Unterhaltung. Viel Witz, viel Input, was so los ist auf deinem Kanal. Und jede Menge Outtakes. Ja, war wieder mal viel dabei, was man dann sammeln kann. Ja. Eduard 6207, einfach nur Texapack. Klare Antwort, einfach nur Ban. Weil er hat einfach einen unglücklichen Moment erwischt, beziehungsweise ich glaube, in der Beschreibung der Folge steht sogar drin. Nee, ausnahmsweise nicht, aber in der Folge davor oder danach. Ja, und die Folge 201, wo ich mich gerade über die Fragen nach dem Texture Pack so aufgeregt habe. Das war die Folge direkt davor. Ja, da ist einfach mal Ende gewesen. Na, ich sehe auch Bastian LP. Nein, das Texture Pack heißt nicht Ban oder so, sondern er wurde gebannt, weil er nach dem TP gefragt hat. Und das eben nach der Folge 201. Direkt danach. Also schlimmer geht's kaum. Ja. Strike 9000 ist zu der Folge gerade dazugestoßen. Herzlich willkommen hier und hat gleich mal was Verwirrendes entdeckt. Wieso bannst du Leute, die nach deinem TP fragen oder sagst du das nur Spaß? Nein, ich habe den armen Burschen tatsächlich gebannt und in Folge 201 Gedanken eines boshaften alten Mannes. Da wird alles erklärt. Da wirst du erleuchtet. Ja, ich hoffe, du hast die Folge geschaut. Fan von allem neuen LOL. Nein, ich weiß nicht, was mit Dysfunction passiert ist. Inzwischen gehen mir diese Fragen auch auf den Keks, ehrlich gesagt. Ja. Gut, soweit zur Folge 202. Weiter Folge 203. Vom Nether zum Berberdorf. Ja, das war ja die Folge, wo ich die Riesenprobleme mit dem Upload hatte. Und die Folge dann einfach in drei Teilen hochgeladen habe. 203a, b und c. Ja, tut mir leid, dass ich euch da so durcheinander gebracht habe und viele wahrscheinlich auch einfach
überfordert habe, die dann doch nicht so alles richtig mitgekriegt haben. Man sieht es einfach an den Aufrufzahlen, Leute. Ja, erste Teil 477 Aufrufe, die Folge 202 davor, knapp 800. Sind schon mal 300 Leute irgendwo hängen geblieben und haben das nicht mitgekriegt. Schade drum, aber egal. Trotzdem auch, 20 Kommentare kam also auch richtig gut an. Das Thema MIP 93 meldet sich hier. Sag, was hast du am Sound verändert? Habe ich nichts gemacht. Dass ich bei dir auf dem Ohr plötzlich viel lauter als sonst bin, weiß ich nicht, woher das kommt. Vielleicht hast du einfach nur die Kopfhörer mal richtig aufgesetzt oder sowas. Keine Ahnung. Basti 14, auch ein Stammkommentator. Dutchman, die Schafe brauchen nicht das hohe Gras. Es reicht auch nur ein reiner Grasblock, richtig. Habe ich inzwischen auch festgestellt. Danke für den Tipp. Und ja, Pixelbaumeister meldet sich hier, find's gut, aber geht das unter Showplay? Er meint diese Folge 203. Schalten wir mal hier auch um. Irgendwo habe ich doch hier die Videoantwort. Zack. Ja. Das ist jetzt auch ja neu und ich mache es regelmäßig, dass eben die nächste Folge immer als Videoantwort zur vorherigen Folge dasteht, sodass er da also einfach in der Reihenfolge durchkommt. Auch die Playlist ist inzwischen wieder in der richtigen Reihenfolge sortiert, dass also die ältesten Folgen am Anfang sind und dann ihr der Reihe nach zu den neuen Folgen durchkommt. Ja. Merke ich auch daran, dass viele Kommentare jetzt aus der Playlist kommen. Das sieht man nämlich. Ja. So, Folge 203, Teil A. Ja, Pixelbaumeister fragte hier, find's gut, aber läuft das unter Showplay, weil ich halt doch die ganze Folge über gebaut habe. Am Muftihaus. Ja, ein bisschen haben wir uns noch umgeguckt im Berberdorf, um da mal alle wieder auf einen neuen Stand zu bringen. Oder halt die neue hinzugekommenen da einfach mal zu zeigen, was da alles im Berberdorf schon passiert ist. Ja. Und ja, das läuft halt noch unter Showplay. Erstens habe ich den Begriff erfunden und nicht die Schweizer. Zwei Leute haben den Witz verstanden und er war ihnen Daumen hoch wert. Ja, Let's Showplay ist einfach die Mischung aus Bauen, Entdecken, Höhlen erkunden und eben mal was offline machen und dann eben das zeigen. Also die Mischung aus Let's Show und Let's Play. Ha. Und ja, ich glaube, ich war einer der Ersten, der das gemacht hat. Ich kenne jedenfalls keinen, der das vorher gemacht hat. Jedenfalls bei Minecraft. Und ich glaube, ich bin auch der Erste, der diesen Begriff Showplay in einem Wort benutzt. Na, von daher bin ich der Erfinder des Let's Showplay. Viele haben inzwischen bei mir auch nachgefragt, ob sie den Begriff benutzen können, ob sie selber ein Let's Showplay machen können. Habe ich keine Probleme damit. Gebe da auch immer gerne meine Erlaubnis und den Tipp, es halt in der ersten Folge zu sagen, dass man bei mir gefragt hat und mein Okay hat. Ganz einfach, damit euch dann keiner vorwerfen kann, ihr hättet bei mir geklaut. Na, man muss ja immer auf Nummer sicher gehen. Es gibt sicherlich auch noch einige, die das einfach so gemacht haben. Und sicherlich auch einige, die auf dieselbe Idee gekommen sind, ohne jemals eine Folge von mir gesehen zu haben. Ja, also bitte, wenn ihr irgendwo jemanden seht, der ein Let's Showplay Minecraft macht oder ein Let's Showplay irgendwas, der muss nicht bei mir geklaut haben, der kann durchaus auch selber auf die Idee gekommen sein. Weil eigentlich liegt es ja nahe. No? Doc Retty, auch wieder mal ein Kommentar von ihm, schön. Ja, er nutzt halt das Rotten Flash, was man hier von den Zombies kriegt und von den Zombie Pigmen, um Hunde zu heilen. Denen gibt das Lebenspunkte. Richtig. Das Blöde ist nur, ich habe keine Hunde. Ja. Und ich hätte vergammeltes Fleisch für ganze Hundemeuten. Ja, ja, schön wäre es halt. Ich habe ja auch in der Folge mal gefragt, ob das mal halt einen Mod findet. Einmal, der dieses Rotten Flash irgendwie sinnvoll verwendet. Mit dem, dass man mit dem noch was machen kann. Und die Seeds, weil davon habe ich inzwischen auch eine ganze Doppelkiste mindestens rumzufliegen. Denn sobald man mal angefangen hat, ein Feld zu bestellen und das regelmäßig abzuernten, wird man feststellen, man kriegt Seeds, 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 ohne dass man die
verwenden kann, ohne dass man da neue braucht. Es sei denn, man legt irgendwo ein neues Feld an, aber dafür braucht man vielleicht ein, zwei Dutzend Seeds. Und wenn man das aberntet, dann geht es auch da wieder los, dass man mehr Seeds erntet, als man eigentlich gebrauchen kann. Ne? Neben dem normalen Getreide, was man zu Brot verarbeiten kann und so weiter und verfüttern kann. Ja. Aber Seeds, sobald man einmal ein Getreidefeld hat, sammeln die sich einfach an, ohne dass man da richtig Verwendung dafür hat. Und da wäre es halt schön, wenn es einen Mod gäbe, der den Krempel irgendwie verarbeiten könnte. Ne? Also sowohl Rottenflesh als auch Seeds. Entschuldigung. Vielleicht schaut sich mal jemand um, vielleicht kennt da jemand was. Gib mir dann den Tipp, schreibt es einfach in die Kommentare. Da lese es dann nicht nur ich, sondern auch noch andere, die vielleicht daran interessiert sind. Ne? Ich nehme einen Schluck. Ja, das wäre interessant. Deswegen habe ich das halt auch im Video angesprochen. Entertainment Magic beschränkt sich hier einfach auf ein schönes Video und reichlich Ausrufezeichen. Danke dafür. Pixel Architekt, hier geht es dann nochmal um die Netherwarzen. Die wachsen tatsächlich im Dunkeln am besten. Ja. Dann Technochrom, Halcooles Showplay, wie immer. Und auch so, mit Optifine liegst du in Verspätung. 1.1 ist schon draußen. Ja, ich hatte ja in der Folge auch drüber gesprochen, dass ich eventuell drüber nachdenke, Optifine zu nutzen. Den gibt es natürlich inzwischen schon für die Folge, für die 1.1 meine ich. Na, das Einzige, was sich verspätet hat, ist diese Folge. Nicht Optifine oder nicht ich mit Optifine oder sonst was. Ja. Dann haben wir hier noch The Scalanimal. Schlägt einen Mod vor Better Enchantment. Richtig, ich hatte ja ein Schwert enchantet und es ist ja ein bisschen schwierig zu erkennen, was man dann da nun für Eigenschaften auf sein Schwert draufkriegt, bevor man enchantet. Na, das ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel, wo man da raten muss. Und mit diesem Mod kann man halt mehrere Enchantments auf ein Schwert packen oder auf einen Gegenstand packen und kriegt halt auch im Klartext angezeigt, was da passiert. Ja, danke, gut zu wissen. Einfach mal. Nee, war das war der davor. Ja, ist eine Sache. So wichtig sind mir Enchantments allerdings nicht, muss ich ehrlich sagen. Noch nicht, dass ich dafür dann extra mir einen Mod reinhaue. No. Dann Tobita. Eigentlich will ich ja keinen Schlaumeier-Kommentar abgeben, aber ich kann es nicht verhindern. Fansgates kann man mittlerweile mit Redstone steuern. Danke für den Tipp. Ja. Hier mal ausdrücklich. Ja, TMU-Event mit Dutchman hatte ich immer angesprochen, dass ich eventuell sowas mache. Adi meldet sich hier. Edsan, so kenne ich ihn in Trackmania United. Ja, mal schauen. Eventuell so im März passiert da was. Muss halt noch viel vorbereiten und ist auch eine Sache so der Motivation daran zu gehen. Ich habe ja noch in Trackmania einen Track fertig zu bauen, beziehungsweise das letzte Video zu machen von der Validierungsfahrt und dann wird das ganze Trackmania-Thema umgebaut. Parallel dazu möchte ich aber auch noch einige andere Sachen auf meinem Kanal umstellen oder neue Elemente einführen und das soll so alles dann im März passieren. Ich hoffe, dass ich bis dahin das alles hinkriege, so wie ich mir das vorstelle. Also da noch ein bisschen abwarten. Das wären auch wirklich kleine Events mit maximal 10 Leuten, weil ich eben keinen Dedicated Server habe für Trackmania, sondern da einfach mit meinem eigenen Rechner hoste. Und da muss man sich ein bisschen ausknobeln und muss halt auch sehen, wie die Nachfrage dafür da ist, dass man das dann eventuell in Schichten einteilt oder sowas, halbe Stunde jeweils oder so ein Spaß. Na, da ist ein bisschen halt einfach noch dran zu knobeln. So, 230 B, der nächste Teil. Da. Halleluja. Schauen wir kurz durch. Genau, da waren wir am Berberdorf und haben halt genau an der Muftihütte weitergearbeitet, da das Dachgeschoss weiter ausgebaut, richtig. Ja, und dann das Dach oben drauf gesetzt. Jawohl, hier habe ich es auch in die Beschreibung geschrieben. Und da steht endlich mal wieder das Texturenpack. Ja, Halleluja. No?
So, 230b, da haben wir sie. Und ihr seht, ja, schon 100 Views weniger als der A-Teil. Ist einfach zu sehen, dass so eine Sachen, wenn ich dann drei Teile hintereinander direkt hochlade, dass da viele einfach nicht komplett alles mitkriegen. Ihr seht es auch hier, Kommentare, drei Stück. No? Avesome Revelation, seht ihr hier, das ist ein Kommentar, der aus der Playlist kommt. Mal wieder richtig starkes Video. Hoffen wir, dass der nächste Ablauf wieder richtig läuft. Ja, danke. Es hat ja geklappt. Geiles Video, Affe Kaktus. Kurz und knapp. Wunderbar. Weil eine Treppe kein voller Block ist. Richtig. Ich hatte nämlich da das Problem, dass ich eine Glasscheibe platzieren wollte und die sich aber nach einer Seite nicht verbunden hat, weil eben dort eine Treppe war und kein voller Block. Ja, danke für den Tipp, der Unbekannte. Auch kein Unbekannter mehr auf meinen Kanalkommentaren. Ja. So, 203C, 363 Views, hat also auch nicht die Viewzahl des ersten Teils erreicht und schon gar nicht die Viewzahl von Folge 202. Ja, knapp die Hälfte. Haben das alles hier mitgekriegt. Fünf Kommentare. Fangen wir unten an. Ja, wie lange hast du gebraucht, um die drei Parts hochzuladen? Ganz einfache Antwort. Zu lange. Ja, der Unbekannte freut sich schon. Das wird toll heute Abend. Drei Parts. Ja, der hat alle mitgekriegt. Da sieht man's. CDNator meldet sich hier. Ja, Internetleitung, wenn das so schnell behoben werden würde. Richtig, das war bei mir, der Port hing ein bisschen, deswegen war die Leitung so langsam. Kurzer Anruf beim Anbieter, dann haben wir ein Port-Reset gemacht und dann ich auf meiner Seite Modem neu gestartet und dann flutschte das wieder. Das war halt die Ursache dafür, dass es mit dem Upload so eine Probleme gab. Ja. Welcher mein Anbieter ist, werde ich jetzt nicht verraten. Ne? Mache hier keine Werbung. CDNator freut sich einfach, dass alle Teile da sind und wird sie sich am Wochenende ganz genüsslich zu Gemüte führen. Das hat man also auch gemerkt, dass es eine Weile dauerte, bis halt alle drei Teile dann doch so gesehen wurden. Aber wie gesagt, so alle von euch scheinen das nicht mitgekriegt zu haben. Wie gesagt, Folge 202 hatte knapp 800 Aufrufe und hier 203 in drei Teilen, kein Teil wirklich mehr als 400. Ne? Ein bisschen vielleicht noch was einfallen lassen. Aber halt für sowas gibt es ja halt die Playlists, die man dann durchgucken kann. Da kriegt man dann alles automatisch sortiert, auch wenn das Upload-Modul oder das Abo-Modul nicht immer richtig mitspielt. Und ihr seht sie halt auch in den Folgennummerierungen. Wenn da irgendwo eine Lücke drin ist, dann habt ihr was verpasst. Folge 204, immer noch am Berberdorf und dem Kloster und Neues vom Videoamt. Ja, komme ich gleich zu. ja, wieder hier sind wir fast auf die alten Viewzahlen hoch, 634 Views und schön 17 Kommentare. Untergrundfarmer freut sich hier, ja, neue Folge Let's Showplay. Und jetzt kann kein dummes erster Kommentar mehr kommen, weil eben sein Kommentar schon da ist. Danke. Super Fliedi, gute Folge. Ich finde dich schon besser als Gronkh. Jawohl, danke für das Kompliment. Zum Vergleich zwischen Let's Playern, besser, schlechter, hatte ich mich ja schon mal geäußert. Ich mach's halt ganz anders als Gronkh und als viele Minecraft-Let's Player. Von daher ist halt so ein Vergleich, ein einfacher Vergleich, besser, schlechter. Funktioniert nicht. Dass ich dir besser gefalle, wunderbar, danke. ja, aber so ein einfaches besser als Gronkh. Ja, ich freue mich natürlich drüber. Na, aber wir beide sind halt nicht irgendwie nicht richtig miteinander zu vergleichen. So wie man zum Beispiel zwei Autos miteinander vergleichen kann oder sowas. Ne? So PS-Zahlen und so. Da kann man dann sagen, okay, besser, schlechter. Aber bei Let's Playern, da ist doch jeder zu eigen und so unterschiedlich, als dass man die da direkt vergleichen könnte. Ja, dann war wieder mal das falsche Intro dabei. Ja, von Folge 202. Dabei ist es Folge 204. Danke für den Hinweis. Das lässt sich nur im Nachhinein schlecht korrigieren. Ich glaube, ich habe da eine Anmerkung drüber gepackt. Pankreatitis 5000 freut sich hier. Endlich mal wieder eine Folge vom guten Dutchman. Ja, es gab ja vorher die 203, drei Teile. Lange drauf gewartet und wie immer lohnenswert. Danke.
freue mich schon auf die nächste Folge. Eine Stunde Dutchman ist schon zu wenig. 30 Minuten gehen rum wie im Flug. Folge 204 waren tatsächlich nur 30 Minuten. 203b, C, 204. Ja, waren tatsächlich nur 33 Minuten. Bisschen außergewöhnlich. Für mich, 204, da haben wir sie. Ja, was soll ich sagen? Ich war froh, dass ich sie fertig und hochgeladen hatte. No. Machst auch gute Videos, World Games 2000, danke. Der Unbekannte, richtig schöne Folge, staune jedes Mal, wie groß und schön alles ist und das alles ohne Schummeln. Ja, kommt halt einfach dadurch, dass ich halt diese Welt schon über ein Jahr spiele. No. Kann ich immer nur wiederholen. Ja, und da kommt halt einfach dann einiges zusammen, ne? Let's Rock Minecraft melden sich hier auch. Ihr schaut, ihr seht, die schauen das auch hier über die Playlist. Wieder mal sehr schöne Folge. Danke, man sieht richtig, wie es vorangeht. Ja, Stück für Stück und immer mal wieder an anderen Stellen, aber es geht voran, ne? Technoturm, wieder ein sehr schönes Let's Showplay. Bei 30 Minuten geht die Spannung kaum nach unten. Also es wird egal, was du machst, nicht langweilig. Ja, ach so. Egal, was du machst, nicht langweilig. Okay. Ja, danke für das Kompliment. Auch wenn man ein bisschen knobeln muss, dass man es dann als solches rauskriegt. Freut mich, dass ich euch nicht nur über die extra lange, die Marathonstrecken von 1,5 Stunden und länger bei Laune halten kann, sondern eben auch mal mit kurzen Folgen, so einer halben Stunde. Ja, kommt halt immer, wie es sich ergibt. Und dann passt das. 123.18.33, auch über die Playlist geguckt, die Folge. War ja wirklich fleißig in den letzten Tagen. Neue Etage von Eudong, schön geworden. Ja, die Farm-Etage habe ich da, glaube ich, vorgestellt. Ich mag deinen ganz eigenen Bauspiel sehr. Man sieht wirklich, wie er sich weiterentwickelt. Ja, danke. Es ist schon so, dass man auch merkt, wie man sich beim Bauen weiterentwickelt mit den Ideen, wie man Sachen anlegt oder was man für Einfälle hat, wie man dann was baut und das Ganze so zusammenfügt. No? Klar, wäre ja schlimm, wenn man nach einem Jahr Minecraft spielen da nicht irgendwie einen Plan hätte. Oder wenigstens Gewohnheiten, wie man bestimmte Sachen macht. Ne? Didis LP meldet sich hier. Ich weiß ja, dass du Raucher bist. Stimmt. Lasst ihr gefälligst die Finger davon, von den Zigaretten. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich euch davor warne. Ja, es ist nicht nur gesundheitsschädlich, sondern vielleicht das wichtigere Argument für euch: Es ist sauteuer. Ja, ich rauche schon ein bisschen länger. Länger als die meisten von euch atmen, habe ich irgendwann mal gesagt oder geschrieben. Ja, mit dem Räuspern gehört halt bei mir einfach dazu. An manchen Tagen ist es einfach so, dass ja, dann die Stimme oder der Hals rau wird und ich auch teilweise auch einfach aus Gewohnheit räuspere. Und muss man mit leben. Manchmal gibt es Tage, da läuft es einfach so glatt durch und ich krieg das hier mit den kleinen Pausen und einem Schluck Heißgetränk, wo wir gerade beim Thema sind. Krieg das also mit einer kleinen Pause und einem Schluck Heißgetränk zwischendurch immer wieder hin, dass das doch recht flüssig weitergeht. Creeper, ja, stört ihn auch ein wenig mit dem Räuspern, aber klar, dass ich Raucher bin, erklärt das und ist euch hoffentlich allen eine Warnung, ne, wenn ihr euch in 20, 30 Jahren nicht so anhören wollt. Also jetzt nicht so von der tiefen Stimme her, sondern vom Räuspern. Man muss ja immer drauf achten, was man hier bei YouTube sagt. Dann lasst einfach die Finger von Zigaretten. Ganz klare Ansage. Rauchen ist ungesund. Da kann man ruhig ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Habe ich kein Problem damit. Ne? Ach ja, Nervneunkirchen ist, glaube ich, hat sich hier das erste Mal zu Wort gemeldet, mit diesem schönen Bild. Und wieder eine Folge vom besten Minecraft-Let's Player der Welt. Ja, danke für das Kompliment. Aber ich mache halt kein normales Let's Play, sondern Let's Showplay. Das ist schon der Unterschied zu vielen anderen. Und deswegen kann man mich auch ein bisschen schlecht mit anderen vergleichen. Wenn ihr mich toll findet, ist das natürlich wunderbar. Ja, ja, trotzdem einfach mal danke für das Kompliment.
Dann haben wir hier weiter. Dardavan meldet sich hier. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, cheatest du nicht, oder? Fragezeichen. Richtig. Ich cheate nicht. Benutze also kein Too Many Items oder zwischendurch mal den Creative Mod oder sowas. Oder baue mir Sachen mit MC Edit in meine Welt rein. Außer halt mal die Türme, die ich benutzt, gesetzt habe, um den Rand des bekannten Geländes zu markieren. Aber wenn ich halt Materialien benutze, die man nicht craften kann, oder halt die Kisten voll habe mit Pistons oder sonst was, das sind Sachen, die eben aus den Mitbauaktionen kommen. Da haben halt andere Leute in meiner Welt oder in der Kopie meiner Welt was gemacht. Ich habe die Sachen mit MC Edit in meine Welt übernommen und dabei eben auch die Inhalte der Kisten mit übernommen. Ja, da stammen die Sachen also her. Ich kann mit dem Weg leben. Ja. Und von daher solltet ihr das auch können, sage ich einfach mal. Und nein, ich weiß immer noch nicht, was mit Dysfunction passiert ist. So, Folge 205. Jawohl, das war dann wieder eine Marathonfolge. 1 Stunde 16 in bei mir schon fast gewohnter Überlänge. 509 Zuschauer, danke. 18 Kommentare. Ja, ich habe es da auch mal ein bisschen anders gemacht. Viel mit der Karte gearbeitet und gezeigt, was wir wo gemacht haben, welche Folge wo stattgefunden hat. Ne? Das, denke ich mal, hat noch viel zur Übersicht beigetragen und vielen, die neu dazugekommen sind, haben da ja dann Teile der Welt gesehen, die wir überhaupt noch nicht hatten in den letzten 50 Folgen oder so. Ne? Ich denke mal, das kam auch richtig gut bei euch an. Man sieht es ja auch hier an den Kommentaren. Zack, 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 zack. Das mit den Melonen haben sie geändert. Wachsen jetzt auf ungehakter Ende. Erde, okay. Danke, jetzt habe ich was zum Schauen. Ja, 1 Stunde 16 Minuten auf jeden Fall. Let's Rock Minecraft. Ja, fein, da wir ja nicht dazu kommen, jede einzelne Folge, auch aufgrund der Länge, jawohl. Klar, ihr habt genug anderes zu tun, Leute, und ihr macht richtig gute Sachen, wollte ich hier euch nochmal sagen. Ja. Gerade das, mit dem ihr da in letzter Zeit unterwegs seid, hier eure kleine Cinematic-Folge oder halt eben auch euer Baulogbuch. Ja, richtig klasse. Kann ich auch immer nur immer wieder weiterempfehlen. Euch, ihr steht ja bei mir in den Filmen, um Gottes Willen, was sage ich da? No? Super Zusammenfassung. Ja, danke. Freut mich. Das war halt auch so beabsichtigt. Für die neuen Abonnenten ebenfalls gut geeignet, um in meine Witz reinzukommen. War auch mit der Hintergedanke dabei, dass ich die Leute halt nochmal richtig abhole, die halt die ersten 150 Folgen nicht gesehen haben. Vor allem gut, dass du erwähnt hast, welches TP du damals benutzt hast. Ja. Mal sehen. No? Pankreatitis, na, findet es auch gut, dass du bei der Na oder findet es gut, dass ich bei der Namensvergabe auf Alliteration achte. Alliteration, bevor ihr jetzt bei Google nachschlagt, heißt einfach, dass ich identische Anfangsbuchstaben verwende. Also Residenz Ransayer. RR am Anfang. Ne? Oder Donald Duck, auch eine Alliteration. Ich mach's allerdings nicht überall, ne? Kloster von Eudong, Berberdorf und so, El Andalus. Aber die Namen sind halt wichtig. Da unterscheide ich mich schon von anderen, dass ich meine Sachen halt auch so richtig benenne und diese Benennung auch mehr oder weniger konsequent dann durchziehe, wenn ich von den Orten in meiner Welt spreche. Hilft einfach, ne? Und mit einem Namen hat man halt auch immer ein Bild. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt vom Kloster von Eudong spreche, dann weiß jeder, es ist irgendwie ein tibetanisches oder ja, indisches Kloster. Gemeint jetzt nicht sowas Europäisches und so eine Sachen. Transportieren einfach nochmal Bilder, Namen. Ne? Dann, dass man halt auch beim Zuschauer und Zuhörer entsprechend was auflöst. Darauf achte ich halt auch immer und eben halt auch möglichst Namen, ja, treffend und aussagekräftig zu wählen. No? Darko LP ist Marathon-Time. Und ja, wieder frage ich mich, wie du das schaffst. Ja, ich setze mich hin, starte die Aufnahme, lege los und beende die Aufnahme.
Und zwischendurch vergehen halt 1 Stunde, 1,5 Stunden. So mache ich das. Ganz einfach. Ja, ich habe ja immer mal wieder nachgefragt, wie ihr halt mit den langen Folgen zurechtkommt. Und es ist ja auch eine Spezialität von mir, beziehungsweise mein Markenzeichen, dass ich eben nicht hier in Viertelstunden, 20-Minuten-Parts das abhacke, sondern hier in Überlänge die Sachen abliefere und dann natürlich da auch ein Pensum hochlade. Ja, was für einen normalen Let's Player eigentlich nicht drin ist. Aber solange es funktioniert und schauen wir, solange machen wir das auch. Ne? Ich glaube allerdings, ich werde in Zukunft so nicht jeden Tag 1 Stunde oder 1,5 hochladen, weil ich auch einfach merke, dass ihr da nicht hinterherkommt. Ich sehe es einfach an den View-Zahlen. Besser läuft's, wenn so jeden zweiten, dritten Tag so eine lange Folge kommt. Dann merkt man, ihr seid einfach dabei, man sieht es einfach an den View-Zahlen. Ne? Und ich habe ja auch genug Themen, mit denen ich dann kurze Videos zwischendurch machen kann. Also von daher, keine Sorge, das wird nicht langweilig auf meinem Kanal. Da wird immer Nachschub kommen. Wenn auch nicht so regelmäßig vielleicht. Gerade jetzt in der nächsten Zeit oder in letzter Zeit. Aber ja, bin ich dran am Arbeiten, dass ich halt zum Beispiel eben auch Material vorproduziere. Jetzt nicht unbedingt für Minecraft, aber dann für andere Sachen. Ja. Ja, Lego Commander Keller schreibt hier in Großbuchstaben. Ich habe dich erst gestern abonniert und finde, du bist jetzt schon auf jeden Fall für mich unter den Top 3 der Let's Player. Danke für das Kompliment, aber pst, nicht so laut, sonst hört das noch jeder. Da habe ich einfach auf seine Großschrift angespielt. Ihr wisst ja, das heißt im Internet, wenn man durchgehend groß schreibt, dann schreit man, man brüllt. Deswegen nicht so laut. Ja, gilt wie im realen Leben auch einfach ein bisschen als unhöflich, wenn man durchgehend brüllt. Oder, deswegen hier so die kleine Anspielung. Basti 14 hat darauf gleich auch eingehakt. Schäm dich doch nicht dafür, Dutchman. Ich würde mich über das Kompliment freuen. Natürlich freue ich mich auch über das Kompliment, ganz klar. No. Aber wie gesagt, no, durchgehend großschreiben im Internet heißt, man brüllt. Und das wird im Allgemeinen als unhöflich wahrgenommen. No. Ist nicht so gut. Aber trotzdem danke für das Kompliment. No? Keine Panik deswegen. Pixelarchitekt meldet sich hier wieder. Tolle Folge. Eine der wenigen Folgen, die ich auch mal angeschaut habe, obwohl sie so lang ist. Die Mitbauaktionswerke, wie gesagt, habe ich ja dann auch hier geschrieben, erfolgte ja in euren Videoantworten. Ich werde sicherlich, wenn ich im Let's Showplay an den Orten da vorbeikomme, zu den Bauwerken noch was sagen. Na, zum Beispiel eben, dass der Kamin im Diner keine gute Idee war. Das geht an Let's Rock Minecraft. Da ist mir, als ich das Ding in meine Welt eingebaut habe, in den Singleplayer, ist mir da das halbe Dach abgefackelt. Das habe ich dann wieder aufgebaut. Und ein Drittel der Hütte war ungefähr weg. Die ist ja ganz aus Holz gebaut. Aber ich habe es so weit wiederhergestellt, wie ich konnte, und dann den Kamin entschärft. Ja, kann halt immer mal passieren, wenn man was von einem Server mit seinen eigenen Regeln und Add-ons in eine Singleplayer-Welt übernimmt. Ja. Dark Fairy meldet sich hier auch ein etwas längerer Kommentar. Wollte diese Folge nur auch mal nutzen, hier einen Kommentar dazu lassen. Danke dafür. Hat mich auch erst vor einiger Zeit entdeckt durch die Empfehlung von Dysfunction und Van Bergen. Ja, ist zwar schon eine Weile her. Van Bergen war ich ja mal im Interview der Podcast. Genau, wo wir über Minecraft gesprochen haben, ein bisschen. Jawohl, war eine tolle Folge. Müsstet ihr, wenn er in den Folgen mal zurückgeht, habe ich auch den Link in der Beschreibung zu dem Podcast von Van Bergen. Und ja, das Function, wie gesagt, leider nicht mehr aufzufinden. Kanal dicht und der Nachfolgekanal auch weg. No. Ach so, ja, dass du, Entschuldigung, danke, dass du dir nachträglich halt die Folgen von Anfang an anguckst. Ist eine richtige Leistung, da hast du nochmal richtig was vor, ne? Da ist übrigens auch noch jemand anders gerade unterwegs, nämlich die gute Matata90. Die sei an dieser Stelle einfach mal herzlich gegrüßt.
Die ist nämlich auch gerade dabei, sich von Anfang an durch die Folgen durchzuarbeiten. Müsste jetzt ungefähr so bei Folge 10, 12, Pi mal Daumen sein. Schreibt auch fleißig Kommentare dazu. Freut mich sehr. Ich freue mich immer, wenn ich sowas mitkriege, dass jemand sich auch nochmal die alten Folgen anguckt. Und freue mich auch immer, wenn ich einen Kommentar zu den alten Folgen kriege. Ganz klar natürlich, wenn ich die jetzt hier auch nicht nochmal im gute Zeilen, schlechte Zeilen extra aufnehmen kann. Mal sehen, vielleicht mache ich da nochmal was, aber da ist es dann halt sehr viel Arbeit, die Kommentare zusammenzusammeln oder die Folgen dann nochmal durchzugehen. Ich überlege gerade, schauen wir mal. Dark Fairy meldet sich dann hier nochmal. Achso, habe auch alle Folgen von Anfang an geschaut. Leider war der Platz schon alle. Ich bin schon gespannt, was du noch so alles baust. Achso, die Mitbauaktion, die sind ja durch. Ideen werden mir wahrscheinlich nicht ausgehen. Und wenn, habe ich halt genug Punkte, wo ich mir Anregungen holen kann. No. Was zum Beispiel auch eine Möglichkeit wäre, ist, dass ich mir, wenn es mich denn mal packt, hätte ich auch keine Probleme damit, mir mal ein komplettes Gebäude zum Beispiel als Schematik reinzuholen. No. Da habe ich also auch keine Scheu davor, aber solange ich halt genug Ideen habe, um Sachen selber zu bauen, machen wir das einfach auch. Ja. Zack, 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 zack. Ja, dann hier JFXR. Ach so, X-Ray. Okay, JFX-Ray. So soll man das lesen. Kannst du vielleicht meine Prognose abgeben, wann du deine aktuelle Karte wieder mal zum Runterladen freigibst? Innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage. Inzwischen ist sie ja draußen. Zum Download. Die Karte, ich weiß jetzt allerdings nicht mehr bei welcher Folge. Müsste ich nachschlagen, entschuldigt. Aber guckt einfach durch. Dank der Playlist geht's ja einfach. Link steht ja dann auf jeden Fall in der Beschreibung. Severin 123. Ja. Ganz spezieller Kollege. Ich habe mir auch mal seinen Kanal kurz erwähnt. Macht auch jetzt ein Let's Play Minecraft. Hat er angefangen. Na, Entschuldigung. So, da muss da einfach mal die Nase richtig frei gemacht werden. Ja, richtig interessante Bauten, danke. Gefällt ihm, freut mich. Ist auch super, dass du so tolle Mitbauprojekte machst, die ja wirklich mit viel Arbeit verbunden sind. Das stimmt, die Mitbauaktion ist immer mit Arbeit verbunden. Bei der ersten Aktion war es ja so, dass ich gesagt habe, hier die Ecke, da baut was, da waren auch noch recht wenig Leute dabei. Da klappte das also, da konnte ich auch wirklich fast alle Bauwerke irgendwie entweder vorstellen oder übernehmen. Na, Karabatawana, Neptuns Dank und die Halle des Feuers, Quelle der Lava, Quelle des Wassers, Quelle der Lava. Ich bring's immer wieder durcheinander, entschuldige bitte, Zeitreisender. Aber den Namen habe ich mittlerweile im Gedächtnis. Ja, das sind Sachen, die halt aus der ersten Mitbauaktion stammen, wo ich halt die Sachen wirklich in die Welt übernehmen konnte. Karabatabana musste ein bisschen verschoben werden, weil sich das sonst mit Neptuns Dank überlappte und das war halt eine Menge Arbeit, das dann halt richtig nachzuarbeiten in der Welt. Deswegen auch bei der zweiten Mitbauaktion der andere Weg, dass ich einfach sage, okay, baut irgendwo was, aber stellt das bitte selber in einem Video vor, in einer Videoantwort. Und da kam ja auch dann einiges zusammen. Ich glaube, 20 oder 30 Videoantworten mit richtig tollen Bauten. Ein paar davon habe ich dann übernommen. Zum Beispiel die Enklave Dutchman's Diner, Sushi Island. Einfach Sachen, die an Stellen waren, wo sie einfach hinpassten. Und Sachen, die natürlich auch richtig gut aussahen. No. Aber da habe ich, wie gesagt, bei weitem nicht alles übernehmen können, weil halt auch einiges schon von mir bebaut war in meiner Welt. Ja. Ja, aber so eine Mitbauaktion bin ich auch, glaube ich, der Einzige, der sowas in der Form gemacht hat. Gibt, glaube ich, einige Let's Player, die ihre Welt mal zum Download anbieten. Ja. Aber Mitbauaktion bin ich, glaube ich, war mal der Einzige. Bin ich auch stolz auf die Idee, dass mir das so eingefallen ist. Ja, und Severin 123, auf den bin ich ja aufmerksam geworden über die Aktion vom Videoamt, deine Stimme auf YouTube, hatte ich ja auch besprochen. Ja, in den Folgen, da habe ich mich einfach auch mal mit einem kurzen Video vorgestellt. Einfach, klar,
glaube, worüber habe ich denn geredet? Ich habe nicht über meinen Kanal geredet, wie so viele andere. Ich habe keine Werbung für meinen Kanal gemacht. In dem Video, ich müsste direkt mal reingucken. Videomanager, zack, 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 zack. Na komm schon, Kiste. Das war doch einfach nur Text. Genau, hör mich an. Na, den Contest beim Videoabend. Schauen wir mal kurz rein. Sprecherstimme. Darum ging's. Morgens. Hier ist er wieder, euer Dutchman. Jawohl, drehen wir mal die Warum Stimme begrüße ich leiser. meine Zuschauer so? Genau, ich habe einfach kurz Soweit erzählt, bin wie ich ich noch meine nicht. Zuschauer Jeder begrüße. Zuschauer ein eigenes Video. Und Darum einigen wir sonst uns auf weiter aber Twitter. nichts über meinen Kanal gesagt, von wegen Minecraft Let's Play und hier und Wer sind Sie, Halleluja. mir den Hab Spielstand das auch meines extra Kanals zu gesagt. Hab auch vorstellen, einfach die ohne Gelegenheit genutzt, Worte nochmal auf einzuleiten, Motokos eine charmante junge Dame gezeigt, Vorstellung meines die Kanals mir als Kind hinzuweisen, die ja auch klassisch in Überlänge, wie es mir Gaunen angemessen ist, mit einer linken Hüfte Dreiviertelstunde gestellt, meinen Kanal einmal vorgestellt hat, in ihrem das in die Kanal Beschreibung sich gepackt jemand, der hat. beschreibt. Einfach, Das war's auch schon. Ich ja, verabschiede warum mich soll ich meinen herzlich Kanal und selber hoffe, vorstellen, wenn dass das dieser Podcast schon so gut Ihnen gemacht wurde? einen Kam Mehrwert bietet. auch recht gut an, Kommentare dazu werden wir dann auch mal angucken. Aber, wo sind wir hier? Zack, da sind wir. Ja, ich habe mir natürlich auch die anderen Bewerber, kann man ja nicht direkt sagen. Es ist ja kein Wettbewerb, den Joe Cognito da ausgerufen hat, sondern sagt einfach hier, stellt euch kurz vor, packt euch als Videoantwort drunter. Na? Und da habe ich mir die anderen auch mal angeguckt. War einiges an Schrott dabei. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal extra ein Video, wo ich so das durchgehe. Ich glaube nicht, dass da vom guten Joe nochmal was kommen wird dazu. Aber da bin ich halt auf Severin 123 gestoßen. Hab ihn dann auch bei mir auf dem Kanal kurz vorgestellt, beziehungsweise mit Let's Showplay seinen Kanal erwähnt. Und ja, ich muss sagen, ich habe mir aus diesem, ja, quasi Wettbewerb, es war ja kein Contest, aber ich habe mir meinen Preis da schon geholt. Nämlich interessante Leute, interessante Stimmen. Und ja, ich glaube, so viel kann ich schon sagen, dass da dann auch noch was kommen wird. Ja, lasst euch überraschen. Ach ja, was haben wir hier noch? Brisi91, super Folge mal wieder. Danke, bin ein großer Fan. Danke, schaue jede Folge an. Danke! Mal eine Frage, was ist das für ein Texture-Pack? Einfach mal der Hinweis: Kanalkommentare, Beschreibung, Kommentare der letzten Folgen. Denn ich glaube, bei Folge 205 hatte ich es wieder mal reingehängt in die Beschreibung. Kann das sein? Nee. Entschuldigung. Aber ich glaube, in Folge 204 war es dabei, dass es in den Beschreibungen stand. Also, naja, der Bursche hat hier einfach mal Glück gehabt. Sagen wir es mal so mit der Frage nach dem Texture Pack. Ja, ihr seht's, es kommt einfach auch ein bisschen auf die Tagesform bei mir an. Und ich schaue jetzt mal, wie lange ich hier schon aufgenommen habe. Wenn das über eine Stunde ist, mache ich daraus einfach das Video fertig und verabschiede mich schon mal mit meinem gewohnten Gruß. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adschö mit Ö.